Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Leckerunterhaltung. Wie immer mit meinem freundlichen Kollegen Thorsten. Jetzt darf ich was sagen. Hallo. Nicht so wie in der vorletzten Folge. Ja, ist okay. Ja, wir sind beim beim Z. Jetzt aber. Welche Nummer, wie viele Teile und wie heißt es? Auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Jetzt. Auf jeden Fall Oxmi, ne? Beim letzten. Tja. Ja, beim letzten. Längere Zeit wird es zwar erstmal nichts geben von Herr der Ringe. Wobei man ja auch so sagen muss, bis das online geht, vergehen auch noch ein paar Wochen. Richtig. Vielleicht hat sich das bis dahin geändert, aber. Wer weiß. Wer weiß. Es wird ein interessantes Tütchen, da habe ich vorhin schon gesagt. Weil jetzt geht's ans Rad. Ans Rad der Zeit. Schön, schön. Dann zoome ich euch mal wieder ein bisschen rein, damit ihr mitreden könnt. Das reicht. Fertig. Wie fertig? Fertig. Das sind so ein paar Teile. Ja, das sind so ein paar Teile. Und wo sind die? Wie, wo sind die? Wo sind die? Doch, einen habe ich. Pass auf. Einen hast du. Ja, den haben wir auch schon. Blink das mal wieder ein. Aber der grüne ist der ja grüne. Da. Genau, den habe ich auch nicht gesehen. Oh. Missing Green. Hast du es noch in der Tüte drin? Guck mal nach. Ja, du kannst ja mal weitermachen. Mach ich. So, da haben wir den. Nö. Merkwürdig, merkwürdig. Ja. Ich meine, er ist jetzt auch nicht überlebenswichtig. Wäre halt nur schön, wenn er da wäre. Ja. Doch, da. Der sah im Licht tatsächlich braun aus, der Bulle. Ja, haben wir beide nicht gesehen. Ne? Politisch unkorrekt, der Stein. Ja, aber sowas. Aus dem Grün wird ein brauner. Ist das, gibt's da verschiedene Richtungen? Ja, muss man ein bisschen gucken. Ne? Gibt es verschiedene Blickrichtungen. Naja, weil hier sind so Kerben, genau. Die haben wir auf der anderen Seite. Richtig. Da fehlt auch noch ein Einzelner. Genau. Na, aber Glück gehabt, ist der Stein auch da. Das freut mich. Mich auch. Alles, was grün ist, ja klar, auf der Decke, ne? Auf der Decke. Sonst haben wir keine grünen Steine, da ist das nicht so tragisch, aber diesmal muss man echt gucken, wie man jetzt klarkommt, ne? Kriegen wir hin. Ja, wir haben uns dieses Kotzgrün ja extra dafür ausgedacht, weil. Das ist eine Farbe, die kommt eigentlich nicht vor. Selten. Eigentlich, ne? Ja, wir haben jetzt das Gegenteil bewiesen. 1, 2, 3. Ah ja. Kommt um drauf. Wieso sind die unterschiedlich? Weil da kommt noch ein Tempel hin. Aha. Was machen die denn da für ein Geplänkel? Okay. Oh, das mache ich. Was immer das wirklich machst. Ich erinnere dir doch mal damit, dass ich es mache. Ich reich dir aber an. Da. Schneller. Ja, du darfst auch mal was tun. Ach so, ich warte und warte. Ich warte mal ein paar Stunden, irgendwann wird schon was kommen, ne? Ja, genau. Nee, so läuft der Hase aber nicht. Verdammt. So läuft der Hase nicht. Wo ist denn? Ja. Was suchst du?
Die braunen flachen Vierer. Die. Du hast einen beklebten. Ja, habe ich doch schon. Lass fallen. Dann halt nicht. Dann leg fit. So, da kommt noch den. Es hält. Wir haben nur Statik geprüft. Statik ist super. Nicht erdbebensicher. Nicht erdbebensicher. Genau. Das muss sogar zu süß sein. Hast du vorausgedacht? Vorausgedacht und mitgedacht. Das hast bestimmt auch in deiner Hand, ne? Ja, aber ich seh doch. Ja, wir warten, bis du fertig bist. Dann hat die jetzt ja nicht. Wir können sie auch kloppen, aber. Na. Dann sollten wir dann gerne Anlauf machen. Klappe! Man sollte nie sich schlagen. Nur treten. Was? Nur treten. Aber nicht das. Auch ein Statement von mir. Keine Gewalt. Man kann alles so regeln. Wirklich. Verstehe das auch nie, wenn sich Fußballfans kloppen müssen. Nein, das verstehe ich jetzt echt nicht. Meine, dadurch wird das Spielergebnis ja kein anderes. Richtig. Im Gegenteil, die werden nur bestraft. Nicht nur die, sondern auch die, die sich nicht geprügelt haben. Ja, wenn sie die Tore dann nochmal zulassen für ein, zwei Spiele. Gibt es ja auch alle mehr. Ja, so Geisterspiele, ja. Hat es alles schon gegeben. Ja. Also, interessanter Stein, ne? Mhm. Den brauchst du übrigens auch. Der kommt ja jetzt. So, jetzt kommen diese schwarzen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. So, kommt das jetzt drauf? Hier. Der Truff. Jetzt muss ich mal schauen, wo das hinkommt hier rein. Ja, genau. Ich sehe es schon, ja. Da unten. Bleibt ja nicht viel Möglichkeit. Nicht so wirklich. So, die Stange. Auch ein schöner Titel. die Keule, die Stange. Bestimmt gleich den Haken mitdrehen. Genau. Ja. So, das ist verkehrt rumgefahren. Und von das da drauf. Ich hab da schon was vorbereitet. Ich hab da was vorbereitet. Oh. Ja. Hat er Gewicht verflucht? Ja, sicher, der Haken hat Gewicht. Kannst nichts gegen machen, er rutscht jetzt immer wieder runter. Kommt ja noch das Gewicht, pass mal auf. Ich weiß das. Er weiß das. Das klingt jetzt wiederum nach einem Krimi. Mhm. Er weiß das. So. Es
kommen ganz viele, kannst mir helfen hier, ganz viele Zweier zusammenbauen. Ach so. Und diese Pimpel. Ja. Wollen wir ihn mal ein bisschen beschäftigen, ja? Ansonsten. Ist ja nichts bei. Fertig. Brauchst du noch einen? Ja, bitte ich. Ja. Ist ja wie Wese drum macht. Ist doch schnell gemacht. Das ist so. Achso, jetzt kommen jetzt mal zwei Tränen drauf. Ja. Geh im Kreise ganz still und stumm. Ja. Jetzt sei doch mal froh, dass von Lego mal was Rundes kommt. Nein. Ist auch wieder am Meckern. Das heißt am Meckern. Nicht recht machen. Sing doch nur. So. Das kommt dann noch dran. Das kommt dann noch drauf. Aha, jetzt dreht er sich ja zumindest nicht mehr. Selbstständig zurück, das ist schon mal gut. So, jetzt kommt die Steinchen, Produktionssteinchen. Und der Korb hier dran. Den Kopf aufhalten. Ja, was ich mich frage, wofür ist das Rad da oben? Was hat das für eine Bewandtnis? Ja. Nee, das hier. Wofür ist das? Ja, das soll eben. Das wird ja hier mit Wasser. Ah. Mit Wasser dann. Alles klar. Wo ist das? Deswegen. Ah, und da ist die Schütte, ne? Genau. Mm. Das setzen wir ja gleich zusammen. Oh ja. Schon wieder eine Hochzeit. Ach, ich fühle mich so gern. Ja, heute hast du viele gesehen. Kannst du da eben so. Kann das hier in diesem. Dann wird es direkt. Direkt verarbeitet. Ist das Eisen, Erz oder was soll das sein? Ja, denke, nee, soll ja so Eisen sein, ne? Ja, ja, zum Schmelzen. So zum Schmelzen halt. Ne? Schön. Finde ich gut. Mach nochmal Feuer. Ja, genau. Yeah. Finde ich geil, das hat was. Auf jeden Fall. Alles klar. Dann sollen wir das noch. Wo kommt das hin? Was hat's damit auf sich? Ja, das ist ja auch, das sieht man ja auch hier auf dem Bild. Achso, zum Schmieden. Und auch zum Schmieden. Ah. Und das kann man hier eben abnähen. Dann hat man hier auch so eine Flucht. Irgendwie. Okay, aber das hat keine Bewandtnis, oder? Das sieht man ja hier auf dem Bild. Was haben die denn da dran? Den Lurz. Warum ist der denn da drin? Er wird dann geboren. Da drin? Ja. Der kommt ja auch aus der Erde in allen Fällen. Also von daher ist das schon seine Berechtigung. Interessant. Okay. Dann hole ich euch zum Abschied nochmal dazu. Ja. Das war jetzt erstmal Herr der Ringe. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Das Video verteilen, liken, aufhängen, durchschneiden, vielleicht mal probieren, vielleicht schmeckt es sogar. An die Wand hängen, einfrieren, abtauen, alles was geht. Alles was geht. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.